Heute in diesem Video. Weil wir sehen, der Empfang ist ziemlich gestört. So, also hier unten ist die Ampel, die Funkampel, da laufen wir gleich hin. Und hier habe ich DAB, Kanal 5C. Noch geht's, ich mache Musik an und dann merkt man mal, wie das Ding nachher schwankt. Neuen Hits damit Belly Dancer. Und heute gibt es monothematisch eigentlich nur eins: die Hitze. Es ist unerträglich heiß. Es wurden schon witzige Witze gemacht, wie die Dachgeschossbewohner sollten ihre Fenster zulassen, damit die Hitze nicht nach draußen dringt. Die lachen jetzt am besten. Vor allem genau die Dachgeschossbewohner und Bewohnerinnen sind jetzt dabei einzuschlafen. Es klappt nicht, weil offensichtlich zu heiß. Aber da kommt sie wieder ins Spiel. Meine Kollegin Janina. Janina, was sind denn jetzt genau im Moment, wenn man schlafen gehen will, die besten Tricks, um runterzukühlen, um ein bisschen Schlaf zu bekommen? Also wenn ihr vorher euch so ein bisschen Bett fertig macht und noch duschen wollt, dann am besten warm duschen. Ne? Nicht kalt, weil da will der Körper sich noch schneller wieder aufheizen. Dann am besten vorher, bevor ihr euren Schlafanzug dann anzieht, mal in den Kühlschrank packen. Dann hat man so einen kühlen Schlafanzug an sich, auch gut. Und wenn ihr denkt, in der Nacht ist Lüften auf jeden Fall gut, das ist schon mal ein guter Gedanke, dann ein nasses Laken vor das Fenster hängen, weil da kommt kühlere Luft. Das macht alles fantastisch. Also wir hören. Viele hören und Ampel und anschließen, denn können dann hier schlafen. Ja. Sehr gut. Weil wir sehen, der Empfang ist ziemlich gestört. Ziemlich krass. So, dann mal Auto kurz durchfahren. Und dann gehen wir zur Ampel hin. Und machen einen Test. Ah, das Ampel und hier. Wir können mal gucken, ob das nur den Bundesmodus 1 trifft. Das wird wahrscheinlich auch die anderen Dinger treffen. Hier SPR. Das Ding trifft genauso. Aber schwankt ganz schön. 9B Antenne Deutschland. Den trifft auch heftig. Ja, genauso SPR Nord. Genauso, ja, war klar. Und 11B höchstwahrscheinlich auch. Ach, der geht sogar noch. Und trifft am wenigsten, so wie es aussieht. Aber wir gucken mal, ob trotzdem hakt. Die SOS Kinderdörfer packen Kindern den Koffer für einen Start in ein selbstständiges und glückliches Leben. Packst du mit? SOS Kinderdörfer. Der geht sogar noch. Werbung M. So. In beiden Richtungen gesperrt, so wird's wohl heißen. Alle Infos bei uns bei sv4.de nachzulesen. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut und gesund an Ihr Ziel. Das Wetter. Heute Nacht in Teilen von Rheinland-Pfalz vermehrt Regengüsse und Gewitter. Lokal kann es sogar noch Hagel oder Sturmböen geben, bei Werten zwischen 23 und 15 Grad. Schauen wir auf den Freitag, Sonne und Wolken im Wechsel, stellenweise Schauer, Gewitter und auch hier. Mal gucken, wie mit der Deutschland aussieht. Zwischen 20 und 34 Grad. Da. Street now, the hills are covered with
alles stört ziemlich heftig. Auf Funkampeln. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.